Meine Lieben, ihr habt natürlich vollkommen recht und ich habe es ja auch selber bemerkt, das gestrige Video zum Thema Quernaht in glatt rechts oder Quernahteffekt in glatt rechts war suboptimal. Das kam daher, dass das eigentlich war das eine Videopassage in einem anderen meiner Videos und ich habe das als interessant herausgenommen und einfach nur neu vertont, aber man sieht wirklich nicht gut, was ich da mache und es ist ein bisschen zu schnell. Daher heute noch einmal zum genau mitarbeiten. Für dieses, was wir wollen, aha, ich habe da schon ein bisschen herumprobiert, ist der Effekt, dass wir hier so eine Art Quernaht sich bildet, also optisch gesehen. Und um diesen zu erreichen, arbeiten wir auf glatt rechts. Das heißt, ich habe hier einige Reihen glatt rechts gearbeitet, sprich hin rein rechte Maschen, rück rein linke Maschen, egal wie viele. Und egal wie viele Maschen du verwendest für dieses Muster, ganz egal. Das Muster besteht aus zwei Reihen, einer Rückreihe und einer Hinreihe. Dort, wo du diese Art Quernaht, diesen Effekt haben möchtest, dort strickst du die Hinreihe wie folgt. So, ich stricke die Randmasche rechts, also nichts Besonderes. Und nun werden alle Maschen der Rückreihe links abgehoben. Das heißt, wie bei einer Patentmasche, du legst den Arbeitsfaden vor die Nadel, vor die Masche, stichst von rechts in die Masche ein, somit auch unter dem Arbeitsfaden und hebst die Masche ab. Jetzt liegt der Arbeitsfaden hinter der Nadel, das heißt, du legst den Arbeitsfaden von vorne nach hinten über die rechte Nadel. Und nun kommt der Arbeitsfaden wieder nach vorne, vor die Masche, vor die Arbeit. Und wieder von rechts einstechen, denn die Masche mit Arbeitsfaden abheben. Der Arbeitsfaden bleibt auf der Nadel liegen und den Arbeitsfaden wieder vor die nächste Masche und vor die Arbeit von rechts einstechen, Masche samt Arbeitsfaden abheben und wieder Arbeitsfaden vor die Masche und vor die Arbeit abheben. Abheben, abheben, nicht zu fest den Faden anziehen, sonst wird es nämlich recht streng. Also ein bisschen locker lassen. Und das mit allen Maschen, also quer durch. Ich habe da zu viel Zug. So, und die Randmasche stricke ich wieder rechts. So, und die zweite Musterreihe ist die Hinreihe dazu. Durch diesen Umschlag auf der Masche haben sich, mach mal die Randmasche, haben sich so Art Doppelmaschen gebildet. Also du hast eine Masche, wo von vorne nach hinten schräg der Umschlag drüber liegt. Und diese, nennen wir es jetzt Doppelmasche, strickst du rechts verschränkt ab. Das heißt, von rechts einstechen und durch die hinteren Maschenfäden abstricken. Das funktioniert nur mit verschränkten Maschen. Würdest du die normal abstricken, diese Maschen, diese Doppelmasche, dann würden sich die Umschläge in nichts auflösen. Du hättest eine riesen Schlinge auf der Rückseite. Also das heißt, diese Art Doppelmaschen werden rechts verschränkt abgestrickt oder beziehungsweise zusammengestrickt, also die Masche mit dem Umschlag. Ich steche dazu von rechts in die Masche und den Umschlag ein, rutsche mit der Nadel nach hinten,
und ziehe den Arbeitsfaden, lege ich den Arbeitsfaden von vorne nach hinten über die Nadelspitze, über die rechte, und ziehe den Arbeitsfaden durch Masche und Umschlag. So, und das ist auch schon, auch das wiederholst du über die ganze Reihe, und das ist auch schon das ganze Geheimnis. Und natürlich je nach Garn fällt dieser Effekt, diese scheinbare Quernaht, natürlich unterschiedlich stark aus. Ups. So, und nun geht es weiter mit beliebig vielen Reihen glatt rechts. So, also du siehst, da haben wir eine deutliche Richtungsänderung durch diese verschränkten Maschen, die mit ihrem Umschlag zusammengestrickt werden. Nun strickst du glatt rechts weiter, also rückrein linke Maschen, hinrein rechte Maschen, so viel du willst. Du kannst gleiche Abstände zwischen diesen Muster reinmachen. Du kannst natürlich ungleiche Abstände dazwischen machen. Ich mache es jetzt einmal noch, damit man den Effekt ein bisschen deutlicher sieht, und dann zeige ich dir, nun kannst du natürlich verschiedenste Varianten mit dieser Technik, mit diesem Muster arbeiten. Du musst es nicht über die ganze Reihe durchgehend machen, diese Art Quernaht. Ich habe deswegen da jetzt 20 Maschen angeschlagen, um dir zu zeigen, du kannst es auch nur blockweise machen. Das heißt, 5 Maschen abheben, 5 Maschen stricken und nach ein paar Reihen glatt rechts kannst du das Ganze dann wieder versetzen. Müsste auch ein interessanter Effekt entstehen, und wir werden uns das gleich anschauen. So, also ich glaube, da sieht man jetzt den Effekt recht schön. Und jetzt macht man das Ganze noch über 5 Maschen immer abwechselnd. Das heißt Randmasche natürlich. So, also 5-mal abheben, also abheben mit Umschlag, sage ich, 3, 4, 5 und 5-mal normale linke Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 5-mal abheben, 1-mal, 2-mal, 3, 4, 5 und 5-mal normale linke. Eigentlich wollte ich es über 4 machen, damit ich da... Na egal. So, und natürlich dann entsprechend in der Hinreihe die normalen Maschen normal abstricken. 2. 3, 4, 5 und die Doppelmaschen rechts verschränkt zusammenstricken oder abstricken. 2, 3, 4, 5. Ups.
So, dann wieder unsere Glattrechtsreihen darüber. Und beim nächsten Mal dann das Ganze versetzen. Also ich mache mal ein paar Reihen glattrechts. So, und ich glaube, jetzt bemerkt man, dass wir hier diese Kante haben und hier. Das heißt, in der Rückreihe, in der nächsten Musterrückreihe, haben wir hier mit Abheben begonnen. Das heißt, wir beginnen jetzt mit 5 normalen linken Maschen. Wir versetzen das Muster. 1, 2, 3, 4, 5 und 5 mal abheben. 1, 2, 3, 4, 5. 5 normale linke Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 5 mal abheben. 1, 2, 3, 4, 5. Und dementsprechend in der nächsten Hinreihe die Doppelmaschen zusammenstricken. Ich muss nur aufpassen, dass ich da nicht aus dem Bild rutsche. Ups. Na komm her da. Wehrt euch nichts. Also die Doppelmaschen rechts verschränkt zusammenstrecken, die normalen Maschen rechts. 2, 3, 4, 5. 5 mal zusammenstrecken. Gar nicht so einfach, wenn man da die Hände bewegt, dass man da automatisch aus dem Bild geht, nach unten rutscht. So, und 5-mal wieder normale rechte und danach wieder unsere Glattrechtsreihen darüber. Das nächste Mal dann wieder versetzen. Interessant. So. So, ich weiß gar nicht, ob man das da jetzt im Video wirklich, ob das da zur Geltung kommt, wahrscheinlich kaum, vielleicht da ein bisschen. Also es gibt schon eine sehr subtile Struktur, ja, man merkt schon, wie gesagt, es wird mit jedem Garn ein bisschen anders zur Geltung kommen. Also hier diese sogenannten Quernähte sind natürlich sehr deutlich zu sehen und ich finde, das ist ein toller Effekt. So, dann gab es noch die Frage, wie strickt man denn das in Runden? Nun, in Runden haben wir ja nur rechte Maschen und es wird eigentlich genauso gestrickt, aber ich zeige es euch kurz. Randmasche. Also die Maschen werden ganz genauso abgehoben, also auch eigentlich wie zum Linksstricken, so wie ich das vorher erklärt habe, ist egal eigentlich, ob es rechte oder linke Maschen sind. So, und ich werde jetzt da ein bisschen künsteln. Ein bisschen tricksen, um dir das hier in Runden zu zeigen. Also ich mache genau das Gleiche, was ich auf der Rückseite bei den linken Maschen gemacht habe. So. Jetzt gehen wir ans andere Ende. Lassen da so einen längeren Faden stehen. Stricken die ab, also das wäre jetzt eine Runde. Und wie du siehst, liegt die Masche eigentlich
genauso auf der Nadel und ich stricke sie genauso ab, wie ich das vorher gemacht habe bei der rechten. Also da ist praktisch kein Unterschied. Also das heißt, egal ob rein oder runden, hast du genau das Gleiche, nur dass du in einem Fall bei den Reihen hast du eine Rückreihe als erste Reihe und bei den Runden nimmst du eine beliebige Runde als erste Reihe, als erste Runde, als Anfang des Musters. So. Ups. Um den Runden würdest du natürlich dann auch immer rechts weiter stricken, also nur mit rechten Maschen weiter stricken, um glatt rechts zu erzielen. Jetzt noch eine rechte Reihe darüber, also ich feke die Runden sozusagen. So, der Unterschied zu hier, da sind sogar ein bisschen enger die Maschen, also ein Hauchunterschied ist schon nach Strickweise